Willkommen auf Pico. Glaubst du, unsere Fahrräder kommen da auch raus? Ich habe ein gutes Gefühl mit den Fahrrädern. Ich sehe da was. Claudia, da musst du rauf. Ich fahre ein Land aus. Nee, ich glaube auf den Berg. Der muss noch ein bisschen warten. Ja klar, mit Lenkerrolle ist immer besser. Das Wetter auf der anderen Insel sieht besser aus. Obwohl, der Berg ist auch in Wolken. Jetzt geht das wieder los mit dem Regenscheiß. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Der trockene Platz ist ungefähr 15 cm. Da muss man schon den Bauch einziehen. Bist du ein bisschen nass geworden gerade? Ja. Es waren nur 30 Sekunden, seit ich das letzte Mal bei Sonne gefilmt habe. Ich glaube, da oben kommt der Gipfel vom Pico raus. Das wird vielleicht das einzige Mal sein, dass wir ihn sehen. Na gut, jetzt fahren wir da mal hin und schauen, was geht. Ja, und jetzt? Ja, ein Loch. Da mitten auf der Kuhweide hat es auf einmal ein Loch. Gehst du weiter? Muss mal reingehen. Da wohnen die Lava-Gespenster. Ich habe meine Knieschoner nicht dabei, ich krieche ungern. Wenn jetzt da die Lava rauskommt. Kein Problem. Ja, genau. Da geht's auch weiter. Lauter Tunnels. Eins, zwei und da ist der dritte. Ganz schön hoch. Montagna do Pico. Schon 1500 geradelt. Ich hoffe, wir können hier irgendwo zelten. Bisher ist alles ziemlich schräg. Und morgen Nacht gehen wir dann nochmal 1000 auf den Gipfel. Zum Sonnenaufgang. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Aber im Moment hat es ein paar Wolken. Vielleicht verschwinden die ja noch bis morgen früh. 3 Uhr nachts geht's los. Na dann. Wenn du deine Südtiroler Berghütte erwartet hast, bist du ein bisschen enttäuscht. Aber ein paar schöne bunte Mülltonnen haben es die Portugiesen. Das ist die erste Zeltnacht von dem Trip. Gehen wir mal da oben ums Eck, vielleicht kann man sich da ein bisschen verstecken, weil die Leute am Pico Casa de Montagna waren nicht so begeistert, dass wir auf ihrer Terrasse schlafen wollten. Na gut. So. Genau. Hier ist hinten. Hier ist vorne. Schon fertig. Und wie schaut's aus da drin? Gut. Wann stellen wir uns den Wecker? Warte mal. Sonnenaufgang 7 Uhr, 1000 Höhenmeter, 3 Stunden Check-in, Ranger befriedigen. 3 Uhr. 3 Uhr? Muss ich jetzt aufstehen? Gehen wir jetzt auf den Berg. Yippie! Ja, noch nicht mal 3 Uhr. Frühvogel fängt den Berg. Man könnte auch tagsüber raufgehen, oder? Ja, aber das sind Wolken. Ach, das sind Wolken, na gut. Gehen wir jetzt mal rauf, oder? Straße gefunden. Und uphill. Sicherheitsschloss, Fahrrad parken. Und zu Fuß gehen. Ja.
tracking device for us to know where you are along the way. Okay. You can also use them as a communication device in case of emergency. The trail consists of 47 landmarks, sorry. All of them with a red and yellow stripe painted on them, marking that that's the trail. Nur mit Stirnlampe. So ein kleiner Berg, aber so klein ist er auch wieder nicht. Ich glaube, 1200 müssen wir jetzt rauf. Wie viele Höhenmeter sind es denn noch? Ich glaube, es sind noch über 800. Ja, danke. Der Pico ist gar nicht so unspektakulär für Portugal. Und alles im Finstern. Ja, ein bisschen Sonne brauchen hier. Gipfelschokolade. Oh. Prost. Prost, Montagna do Pico. Mit Sonnenaufgang. Voll der Schatten vom Berg. Links sieht man es. 500 Kilometer weg. Okay, man sieht es doch nicht. Eine schöne Pyramide. Mhm. Aber nur aus der Ferne. Wenn man drauf rumkraxelt, ist eher ein Schutthaufen. Schutthaufen mit einem scheußlichen Weg. Hier kommt Vulkanzeugs aus dem Berg raus. Ja, ist ganz warm. Wärme mich, wärme mich. Ja, so schön ist ja schon hier oben, wenn man auch nicht alleine ist. Jetzt sieht man erst die steilen Abgründe. Was für ein Schlauch. Ich weiß schon, wieso ich Mountainbiker bin. Schneller fahren als die Wolke. Da waren wir oben. Aber warum? Es gibt kein Trail. Aber geil war's. Bis auf den Weg nach unten. Ich meine, es ist der höchste Berg Portugals. Die Straße macht keine Kurve. Über 12 Kilometer, glaube ich. Ich dachte, sowas gibt es nur in den USA. Wir haben jetzt mehr gefunden. Ja, da vorne auf das Ding. Claudia, das gibt nasse Füße. Ja. Aber schnell vor der nächsten Welle. Und da ist der Swimmingpool. Badepause. Der Badeplatz ist nicht ganz unschwierig. Okay, jetzt schau mal durch. Genau. Und rechtzeitig. Ich will nicht durchgucken. Wenn die Welle kommt. Ja los! Ja los! Gesicht davor! Die ging noch. Achtung, Achtung! Claudia, das war nicht rechtzeitig! Rechtzeitig. Es saugt uns raus.
Die Idee war, rechtzeitig das Gesicht wegziehen. Aber so geht's auch. Genau. Wohnen wir hier? Die Aussicht passt mal. Ja, Bike-Glamping. Ich wollte gerade sagen, Bikepacking ist es nicht. Sonne, Regen, Sonne, Regen. Ich wäre lieber für Sonne. Naja, bei 25 Grad kann man lieber Tröpfe vertragen. Ich glaube, die Whale Watch haben ein paar Delfine gesehen. Die haben sie auch schon gesehen. Jetzt sind sie verschwunden, ne? Da sind welche. Ach so, da schwimmen sie in der... X, da sind welche, ganz viele. Wer? Was? Was ist da am Berg? Es gibt hier in den Bergen so einen ehemaligen Walfänger, der sitzt da oben in der Hütte und beobachtet das Meer und funkt es an die Schiffe runter. Auch ein schöner Job. Ja, mei, ist halt ein Experiment. Genau, so muss ein Experiment aussehen. Eigentlich sollte es ja bergab gehen hier. Der einzige Berg in 100 Meter Umkreis. Und der Weg geht ausgerechnet da oben drüber. Dabei wollen wir doch nur zum Meer. Ah, hat sich vielleicht doch gelohnt. Oh, ein Gipfel. Es ist übrigens eine Erstbegehung. Der Weg ist weder auf OpenStreetMap noch irgendwelche Strava-Pixel, überhaupt nichts. Oh. Sieht aus wie ein Singletrail. Das war auch noch eine Sackgasse. Ich dachte, hier geht's zum Meer, war wohl nichts. Wenn man da hinten runterkommt, diesen lustigen Berg. Das ist hier der richtige Weg. Ist da das Meer oder ist da das Meer? Wir sagen, wir probieren es jetzt mal links, weil da ist die Leidenszeit kürzer. Nach einem halben Kilometer müsste vielleicht irgendwo eine Piste kommen. Eigentlich sollte hier ein Trail sein auf dem Ufer. Und die Lava verschluckt oder wie? Ich sehe da links eine Markierung. Wir müssen irgendwo da drüber. Sag mal einer, dass das kein toller Trail ist. Ich sag nichts gegen mein Experiment hier. Das ist ein Traum. Immerhin, ein bisschen Action heute. War doch super, halbe Stunde über Lavafelder schieben und 30 Sekunden fahren. Ein geiler Trail. Bei Regen fahre ich. Dann igeln wir uns halt für 2 Tage hier ein. Das ist ein lustiges kleines Vulkanhäuschen. Du bist ja nass. Was ist da passiert? Wie heißt denn was? São Jorge ist die Insel da drüben, oder? Wieso ist dieses Ding da? Ist das wirklich ein Walausguck? Wal, da bläst er! Dass du doch bei Regen fährst. Ich fahre bei Regen nicht, das ist kein Regen. Ach so. Das ist Mountain Mist. So ist es ja eigentlich fast trocken. Ab und zu erwischt es einen halt doch. Möchtest du die Insel wechseln, Claudia?
Wir dürfen mitfahren. Ja, mei, ist das voll. Da will ich ja gar nicht mit. Schiff halt fahren. Nummer 3. Nummer 3 erst. Ich bin schon so lang vor. So, Miguel, Pico, Fayal. Na gut. Hauptsache Sonne. Heute ja nicht so. Hier geht's nicht weiter. Ist das dieser berühmte Leuchtturm? Ende. Der Leuchtturm, der mal am Ende der Insel stand, und jetzt haben sie mal den Berg vor die Nase gesetzt. Blöd gelaufen. Fayal ist nicht so spannend. Caldera, Claudia. Rauf mit dir. Da oben ist es genauso verkackt wie die letzte Woche. So ein Schmarrn. Ja, mei, dann fahren wir wieder runter. Hilft euch nichts. Fayal-Inselrunde abgeschlossen. Besonders spannend war es nicht. Und auf den Berg kommen wir seit 4 Tagen nicht rauf wegen Dreckswetter. Warten hat sich gelohnt. Ja, mei. Vom Watz 5 Tage schon kann man die Caldera sehen von Fayal. Wuhu! Ja.
glaube, das ist lokaler Käse mit Roasted Almonds und Honig. Noch irgendwas. Honig. Und Bier. Können wir das nochmal bestellen? Wir wechseln schon wieder die Insel. Es ist leider ein bisschen komplizierter hier als auf dem Kanal. Von Faial nach Flores. Ich hoffe, die Räder kommen mit, so groß ist die Maschine. Und Abmarsch. Juhu. Ich glaube, unsere Kisten sind da. Sind die wirklich drin? Ja. Okay, dann können wir auch mitfliegen. Sieht irgendwie eng aus. Es ist auch eng. Also ich habe viel Platz. Neue Insel. Ja, und jetzt? Gehen wir jetzt biken oder was? Ja, biken, ja. Ja, dann. Jetzt kommt Bikepacking. Flores! Hier ist schon sehr leer. Ich weiß nicht, ob es hier was zu essen gibt auf der Insel. Jetzt gibt es erstmal ein Picknick. Ja, immerhin haben wir Käse gefunden. Mehr nicht. Aber das sieht doch schon mal nicht schlecht. Ach so, hier und? Bolo Lefch. Oder wie immer man es ausspricht. Das süße Brot der Azuren. Ne, Bolo Lefch. Bolo Lefch. Mahlzeit. Wir sind eindeutig in Flores. Und da sieht man Corvo. Der Flores hat auch Berge. Wer hätte es gedacht? Hübsch hier. Eieiei. Sieht schon mal ein bisschen spannender aus wie lauter Kuhweiden. Erster Trail. Schaut nicht so toll aus. Ah. Zugewachsene steile Stufen. Der Sackgasse ist glaube ich auch noch. Na gut. Uhu. Oben, oben, oben. Das ist die Zielflagge. Ist aber gar nicht schwarz-weiß. Nein, das stimmt. Ich bin leider grün. Ich sehe ja nichts. Ah doch, da unten sehe ich was. Wo ist jetzt bitte eine Bar? Ich frage schon gar nicht mehr nach Trails. Hauptsache es gibt was zum Essen. Ringado. Hat die gerade guten Appetit zu uns gesagt? Ich glaube, die hat gerade guten Appetit gesagt. Die Single Trays haben vielleicht keine auf Flores, aber die Picknick/Campingplätze sind nicht schlecht. Oh, mit Feuerstelle. Holz. Achso, und Dusche, Klo, Wasser. Und es kostet nichts. Schwest dich jetzt auch noch oder was? Das ist Azorenwetter. Du hast ein trockenes Dach über dem Kopf. Ja, aber. Du musst dich nicht im Zelt verkriechen. Ja, aber es regnet waagrecht quasi. Claudia, können wir jetzt mal losfahren? Wenn ich immer nur in die Sonne gucken. Ist aber schön. Ja, schon, aber sie bringt einen nicht weiter. Wie war das mit dem Lachen bei 20%? Ich bitte darum. Immerhin hatten wir Sonne zum Frühstück. Mehr kann man nicht erwarten auf den Azoren. Wir haben noch 100 Höhenmeter, dann stoßen wir leider mit dem Kopf an die Wolkendecke, glaube ich. Rauf auf den Berg, runter vom Berg, rauf auf den Berg, runter vom Berg. Jeden Tag dasselbe. Total kalt. Das geht doch, das geht doch. Die Serpentinen sind für Weicheier.
denn solche Straßen? Je höher wir kommen, umso mehr lichtet sich der Nebel, oder? Außerdem wird es jetzt flacher, oder? Naja. Azoren! Europas. In der westlichsten Bar Europas, im westlichsten Ort Europas, Faial Grande auf Flores. Sag was dazu, Claudia. Super, ich hab Hunger. Ja. Delicious. Die westlichsten Spiegeleier mit den westlichsten Pommes und den westlichsten... Was ist das überhaupt? Grab mal drunter. Ein bisschen Fleisch. Okay. Ja, Mahlzeit. So, fahren wir noch ein bisschen auf der westlichsten Straße Europas zum westlichsten Wasserfall Europas. Und da unten ist, glaube ich, gleich der westlichste Hafen Europas. Ich glaube, wir haben den westlichsten Punkt Europas gefunden. Das ist die Monchichi-Insel. Da schwimmt der Stefan jetzt hin. Doch Claudias Getränk hier. Mit Local Gin. Locker von Florida. Morgens im Meer schwimmen kann jeder. Wir wollen heute vorm Frühstück in diesem Wasserfall schwimmen. Warm oder kalt, Claudia? Warm! Ja, dann. Der ist ganz schön hoch. Ich würde mal sagen 80 Meter. Wenn das mal keine Dusche ist. Claudia, stopp! Stopp und zurück! Ja, weil Mirador! Du fährst einfach am Cascata da Ribeira da Fundão vorbei! Hier werden keine Miradors verweigert! Sofort parken und da hingehen! Noch Miradore verweigern! Was anderes bieten die Azoren nicht, also wir gehen jetzt zum Mirador! Keine Widerworte. Oh, oh. Der ist doch super.
sogar baden? Nein, wir gehen nicht baden, wir waren schon. Aber Claudia, wir sind gar keine Seeleute. Sailor's Laundry? Natürlich sind wir Seeleute. Okay, dann nehmen wir es. Gala, geil. Und hier nebendran sind gleich die Sailor's Showers und... Und mit Bibliothek. Das ist der Azorensturm. Sehr angenehm. Es regnet und der Sturm wird immer stärker. Gehen wir jetzt baden. Ich würde gerne da bei den Wellen baden. Oh, 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 oh. Auf Wiedersehen, Claudia. Okay. Ich glaube, näher gehen wir nicht dran. Ich glaube, es regnet ein bisschen. Aber das Zelt hält dicht. Schauen wir mal, wie lange. Es war ein Zehntel Millimeter zwischen uns und dem Unwetter. Totalen Desaster. Ah! Most western point of Europe. Ja, genau. Claudia besteht drauf. Auch kein Radweg. Ich glaube, recht viel weiter kommen wir nicht zum Westernmost Point. Hier geht's noch durch. Ja, ja. So, ich glaube, weiter gehen wir mal nicht. Da kommen doch ein paar ganz große Wellen daher. Jedenfalls ist es hier der westlichste Punkt Europas. Ja, ja. Westlichster Punkt. Diesen hier. Der letzte Tag auf Flores. Schon hübsch hier. Ja. Bisher viele Kuhweiden, aber ist trotzdem hübsch. Killer Ingwer, Kuhweiden, keine Single Trails. Und trotzdem hübsch. Typisch Azoren halt. Da, da, da. Mal schon wieder so eine Lagune. Ja, aber die ist hübsch, oder? Die ist schon hübsch. Lagune? Meer. Und wo gehen wir jetzt baden? Gar nicht. Wir fahren jetzt darauf, wo die Wolken sind. Flores ist ganz schön bemoost. Ja, und es regnet auch ganz schön viel. Ja. Wäre hier nicht Moos, würde ich mich auch wohlfühlen. Ja. Ich glaube, ich setze auch bald Moos an. Auf hier auf den Berg. Ich glaube, wir sind eh schon fast oben. Ja. So richtig hoch sind die ja hier nicht. Hier links oben ist der höchste Berg von Flores. Er sieht leider so langweilig aus, dass die Claudia gar nicht draufradeln will. Wusste ich's doch. Ich eigentlich auch nicht. Von hier scheint es eh keinen Weg zu geben. Na gut, die 50 Meter sind geschenkt. Mirador geht's hier nicht. Ach, guck mal, bei der Wasserfall. Ja, Mann, ein Teil ist grüner wie das nächste. Gibt's ja irgendwo einen richtigen Berg? Nein. Genau so muss das nämlich aussehen. Fahren wir jetzt mal runter. Ja. Hier. Ja. Bier, Bier. Am Berg gibt's mal überhaupt nichts auf den Azoren. Du musst Glück haben, dass du am Meer was findest. Da fahren wir jetzt runter. Letzter Downhill. Auf Wiedersehen. Das ist aber ein erhöhter Luftwiderstand mit Schildkröte. Bremst voll. Ja, bremst. Ich merke schon. Mhm.
Finish a beer und Prost. Doch kein Radweg. Ich glaube, ich komme hier nie wieder raus aus dem Dschungel. Es ist ein ziemlicher Wellengang hier. Der Atlantik ist halt doch kein Mittelmeer. Zum Glück fährt die Fähre nicht so lang. Azoren, herzlichen Dank. Diese Aussicht haut mich von den Socken. Da ist nichts. Hast du jetzt getestet, ob er runterfällt? Ja. Oh Gott. Ich will hier raus. Richtige Berge, bitte! Das Bett ist eindeutig der beste Platz hier. Wir sollten fragen, wann es Frühstück gibt und einfach liegen bleiben. Reicht mein letzter Trail hier aus die Maus.